Also in der intensiven Auseinandersetzung mit dieser kongenialen Shakespeare'schen Vorlage Sommernachtstraum und mit der Beschäftigung der Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy wurde uns eigentlich sehr schnell klar, dass wir diese Geschichte nicht linear nacherzählen wollen, sondern einen Versuch starten, diese Erzählung nachzuträumen. Ein Traum, der, so kennen wir das ja vom Träumen, immer wieder ganz ungewöhnliche, unerwartete Wendungen nimmt, wo ungewöhnliche, unerwartete Konstellationen zusammenkommen, miteinander neue Erlebnisse, Erfahrungen machen, um aus denen ganz eigene Entscheidungen für sich selber zu treffen. Vielleicht ist noch sehr wichtig zu sagen, dass das Ganze nicht in einem großen, geborgenen Weltenganzen aufgehoben ist, sondern dass wir da immer wieder bei den Personen so ein bisschen kratzen, die Handwerker, die mehr durch den Wald stolpern und über dieses Stolpern eigentlich neue Schritte, neue Bewegungen finden, so wie das im Leben eigentlich auch immer wieder sein kann. Wenn ich stolper, komme ich auf ganz neue Impulse. Die ganze Geschichte beginnt am Athener Hof. Da ist was ganz schön in die Schräglage gekommen. Theseus hat seine Gattin, die Hippolyta, geraubt und die will eigentlich auch gar nicht da sein. Und diese Spannung überträgt sich auch auf die vier Jugendlichen und für die bleibt erstmal nur eine Wahl, weg, ab in den Wald. Im Wald dann selber, dafür haben wir uns entschieden, dass die Hippolyta und der Theseus dann Oberon und Titania tanzen werden, um da nochmal andere Seiten, man ist immer ganz schnell versucht zu sagen, die dunklen Seiten zu ergründen. Die begegnen sich dann nochmal neu, um später auch zu einer Entscheidung zu kommen. Puck treibt sein Unwesen sozusagen und dem geht ja auch alles schief, indem er da die Falschen neu auf eine andere Art zusammenbringt. Die Elfen sind ein wesentliches Element. Das ist eine Welt, die wir ja so nicht wahrnehmen, die wir nur vermuten können, die wir ganz stark mit der Natur, mit Naturerlebnissen in Verbindung bringen. Es gibt dann auch noch zwei
Überraschungen, Ausflüge in eine ganz andere Welt, in die Welt des Pops, mit einem Song von dem belgischen Popkünstler Stromae, Tous les Mêmes, und einer Wiederbegegnung mit Immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens. Die Musikstücke, die dazugekommen sind, die haben für mich schon so einen Charakter von, da bündelt sich etwas, was wir in diesem Abend erzählen. Also wenn wir die Waldesnacht am Ende, wenn die am Ende erklingt, dann ist das eigentlich nochmal wie ein großer Erinnerungsraum, wo wir in diesen Traum hineintreten, den wir erlebt haben. Und Tous les Mêmes verhandelt etwas, was jugendliche Menschen ganz stark erstmal auch erfahren, dieses, was fasziniert mich an der anderen Person oder was stößt mich aber auch ab?